Hallo, ich bin Christina Wilms, die Gründerin von Aria. Wir bei Aria wollen Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei helfen, ihr Leben wieder in eigene Hände zu nehmen und den Heilungsprozess zu unterstützen. Und das wollen wir machen, indem wir auf der einen Seite gegen Stigmatisierung in der Gesellschaft vorgehen und auf der anderen Seite digitale Tools bereitstellen, um Menschen eben genau dabei zu helfen, wieder Manager ihrer eigenen Erkrankung zu werden. Damals, als die Idee zu Aria entstanden ist, habe ich mich selber in einer ambulanten Psychotherapie befunden. Dem ging voraus ein stationärer Aufenthalt in der Klinik hier in Berlin. Und innerhalb dieser Therapie ging es immer ganz stark darum, mein Verhalten zu beobachten, zu schauen, wie es mir geht, welche Auslöser es gibt. Und ich musste ganz oft einfach auch Hausaufgaben machen. Das heißt, meine Therapeutin hat mir Zettel mitgegeben, Protokolle, die ich ausfüllen musste, die ich als Kopiervorlage bekommen habe, die ich dann 20 Mal kopiert habe, die dann in der Wohnung rumflogen, in meiner Handtasche. Ich hatte in jeder Handtasche so ein Set, damit ich nicht darüber nachdenken musste, ob ich die Sachen dabei habe. Und ich dachte mir damals so, Leute, das kann doch nicht sein. Es war tatsächlich mehr so eine Idee, die im Raum stand. Ich habe gedacht, ich möchte eine App für mich, um meine Depression besser zu managen. Ich möchte meiner Therapeutin meine Daten schicken können, die soll das auswerten können. Ich möchte keine Zettel mehr. Und dann habe ich eine Spam-E-Mail bekommen von einem australischen App-Anbieter, in der es hieß, hast du eine Idee für eine App, dann schick sie uns. Und man sollte eigentlich so eine PowerPoint-Präsentation schicken oder so ein Video machen, aber ich wusste nicht, wie das geht, deswegen habe ich einfach in diese Antwort-E-Mail reingerotzt. Ich hätte gerne eine App, um meine Depressionstherapie zu unterstützen. Und dann habe ich 3 Tage später einen Anruf bekommen und gesagt, so, ja, Christina, du hast gewonnen. Du hast das Ticket für den Startup Bus Europe gewonnen. Und dann habe ich dort meinen Mitgründer, den Percy, getroffen. Und dann habe ich präsentiert und Percy hat dann dieses Team zusammengesucht. Dann hatten wir ein Team, dann haben wir daran gearbeitet und dann haben wir am Ende das Ding gewonnen. Für mich war es halt das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Depression nutzen kann. Also, dass die Depression für mich so ein Gate ist, um in so einen kreativen Prozess zu kommen. Ich habe Percy in dem Fall und den Leuten aus dem Team von der Erkrankung erzählt, von meinen Erfahrungen. Aber wir haben das dann halt runtergebrochen, dahingehend, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass ich festhalten kann, wie es mir geht, wie meine Stimmung ist, wie so ein Verhaltensmuster aussieht, so ein Set. Also das besteht halt aus einer Emotion, aus einer körperlichen Empfindung, aus Gedanken, aus der Situation, in der ich mich gerade befinde. Und das möchte ich an meinen Therapeut schicken.